Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 3 mit mir, eurem Deutschstar. Ja, ein bisschen falsch, weil eigentlich mein Name dahin gehört, aber ich bin natürlich auch hier der Hauptprotagonist. Ja, ich bin Mega Man. Du bist Mega Man. Ich bin Mega Man, genau. Im letzten Part haben wir Gemini Man, aka meines Wissens nach Shadow Man, verkackt. Dann Snake Man geschafft. Und jetzt wollen wir uns mal an dem wirklichen Shadow Man versuchen. Ich mir so überlegt, dass ich das mal angehe. Ja, und der ist eigentlich recht einfach. Ohne Scheißdolch, diese Soundbugs gehen mir richtig auf die Keule. Was ist denn das für ein Soundbug? Das ist so ein ekliges, so ein ekliges Behindertwerden. Das ist nicht immer nur zwischendurch. So ein ekliges Behindertwerden. Master of Argumentation ist aber nicht geworden. Nee, habe ich auch damals in der Schule nicht geschafft. Achso, ja, das ist schade. Oh, ja, Panzerknacker. Heißen die so? Nein. Keine Ahnung, wie die. Ich kenne die Teile nur aus Donald Duck Comics, Panzerknacker. Ja, ich auch. Ah, die habe ich damals immer so geliebt, die Donald Duck Comics. Ja, die waren cool. Ah, scheiße. Das war, glaube ich, das einzige, das waren, glaube ich, die einzigen Bücher, die ich überhaupt gelesen habe. Ah, Geobots! Ich weiß, das sind eigentlich kleine herumlaufende Handgranaten, aber. Naja, das ist ein Geobots, was Explosion einsetzt. Ja, hör auf, meine Kindheitsträume zu zerstören. Du hattest Kindheitsträume? Ja. Vielleicht sollten deine Abonnenten das auch gucken, die erfahren vielleicht noch was über dich. Ja, die gucken das so oder so. Meinst du? Ja, warum sicher. Das denn? Achso, ja klar, weil du dabei bist. Ich erwähne das einfach in ein paar Donkey Kong Parts und dann läuft. Bam, hast du das gesehen? Sag ich also, so, ich so, yo, ja, ich und bei der Stelle kacke ich jetzt ab. Das war so klar, Alter. Oh, wie ich das hasse. Ich muss mal gucken, wie ich den Zettel anders hinlege, dass ich den nicht andauernd irgendwie nicht liege. Alter, ich hab Lags! Mega Man laggt! Lol. Jetzt geht's wieder. Hä, wie komisch war das denn jetzt? Dein PC ist nicht gut genug für ein Gameboy-Spiel. Ja, ist so. Ultra kacke. Jetzt aber komm. So, den ersten durchgestrichenen Strich hast du schon. Wie? Für ein Fünfer oder was? Jo. Kacke. Mann, ich bin so scheiße. Ja, hat was. Ich freue mich schon auf die... Ich will noch nicht sagen, weil es gibt mit Sicherheit genug Leute, die das gucken und das nicht kennen. Pokémon vor allem. Hä? Pokémon hast du gerade gesagt. Ja, wir spielen hier Mega Man wahrscheinlich nicht kennen und da will ich dann nicht spoilern. Ja, ist auch richtig so, finde ich. Also find gucken ich wir einfach so, wie er blinkt. Das sieht über die Bildschirmübertragung voll lustig aus. Ja, aber das stimmt wohl. Der hat so ein... Boah, oh, 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 ein dicker Mann. Ey, bei euch sind 13 Grad. Ja, dankeschön. Kurzer Funfact, bei ihm auf dem... Boah, was Becher. Ein Soundfehler, Alter, das macht mich ja richtig sauer. Und grätschen, oder nicht? Nein, ich dachte, er grätscht. Ja, das habe ich auch gedacht. Wie gesagt, lass dich lieber von seinen Snakes treffen. Ja, ist ja jetzt nicht so schlimm, der ist ja down. Ja. Ohne Tod. Ich weiß nicht, woran diese Soundfehler liegen. Ich habe wirklich keinerlei Ahnung. Gameboy. Ist wirklich so. Aber das ist mir auch bei Wario Land schon aufgefallen. Da gibt es so eine Musik, die sich ganz anders anhört im Real, als bei mir auf dem Emulator sich angehört hat. You got Shadow Blade. Das ist voll traurig, dass man solche Games nicht über die Original-Cartridge zocken kann. Beziehungsweise über den Gameboy. So, Passwort. Passwörter könnt ihr übrigens benutzen, da habe ich kein Patent drauf angemeldet. Wir machen wir als nächstes. Ich glaube, die Miniman heben wir uns für den Rest auf. Ach, kacke, jetzt kommt das Level, ey. Ich bin jetzt so kommt, am Arsch. Jetzt kommt das Level. Ja, ist doch. Das Level. Ja, ich weiß. Weil der Level ist ja was anderes. Ich weiß, ich ging nur gerade von Artikel und ein Wort aus. Nein! Meinst du der Gerät? Nein. Oder die Wand? Nein, ja, die Wand oder der Stiefel oder... Ja, das ist geil. Ach ja. Dum, 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 dum. Oh, den kann man. Geiler. Das schaffe ich. Ich wollte gerade sagen, den kannst du auch killen, ohne ein einziges Mal wieder runterzuklettern. Ja, hab ich doch auch gar nicht. Ja, toll. Nee, das freut mich. Das sind so komische Wunderlampen. Nein, wie nicht nochmal, Lavalampen. Lavalampen? Ja, das ist ein Grafikfehler. Eigentlich sind das Lavalampen. Schnell! Und? Ja, Mann!
Den ersten habe ich geschafft. An den einfachsten Sprüngen verkackt er und den schafft er, ey. Ach, war das der schwierige? Ja. Gibt's keinen mehr davon? Es gibt abgeschwächte Varianten davon, okay, aber... Okay, dann schaffe ich die halt nicht. Ja, die sind zu einfach für dich. Ja, ich brauche Herausforderungen. Die du dann nicht hinkriegst. Ja, das weiß ich auch. Du kriegst die schwierigen Teile... Oh, noch ein Energiepack. Von hinten kann man die treffen. An der oberen Stelle. Aber nicht von vorne. Merkwürdige Sachen sind merkwürdig. Ja, das auf jeden Fall. Okay, dann gucken wir uns mal die erste Fähigkeit an. Wie setze ich die ein? Ah. Rush Coil. So, das ist so eine Art Trampolin. Ja, und der wird einem später noch sehr nützlich sein. Können diese Snake-Dinger eigentlich was? Ja, ich glaube, ein bisschen Schaden machen. Und auch nur bestimmten Gegner können die richtig Schaden machen. Weil jeder Gegner ist ja gegen irgendeine bestimmte Fähigkeit anfällig. Ich weiß nur nicht welche. Ja, stimmt. Ach ja, da gibt's auch noch später richtig nervige Sprünge. Ich glaube, du weißt schon, welchen ich meine, Pat. Dann verreck ich immer. Boah, was ist denn das hier? Ich komme gerade richtig gut durch. Ja, das ist ja auch Shadow Man. Ouch. Das ist doch nicht Shadow Man, das ist Sparkman. Sparkman, stimmt. Oh. Ja, scheiße, voll vergessen, dass diese Stacheln da kommen. Ich wollte dich gerade noch warnen, aber dann war es zu spät. Nein, ich muss schon wieder hier lang. Und ich habe nur noch ein Leben, ey. Das ist viel schlimmer. Und ein weiterer Strich auf der Liste. Nein. Achso, doch klar. Ich dachte gerade, hey, ich bin noch gar nicht Game Over gegangen. Da ist mir aufgefallen, dass du doch jeden Tod zählst. Ja, ich kann die Game Overs ja auch noch mitzählen. Warte, du bist einmal Game Over gegangen. Jetzt hör auf, hier zu kalkulieren. Ach, deine Abonnenten interessiert das doch mit Sicherheit auch, wie oft du gestorben bist. Die wissen, wie scheiße ich bin, deswegen gucken die mich. Das ist auch eine Art von... Ich hab das Spiel gecrashed, wollte ich gerade sagen, aber es geht weiter. Was war denn das? Ich dachte, die Bildübertragung hängt. Ich hab gedacht, das Spiel hängt. Ja gut, ich hab gedacht, die Bildübertragung hängt. Komm schon. Ah. Freeway Orange Product Placement. Ich kann sie hier die Kamera zeigen. Gibt's auch nicht. Ich weiß. Haha, das mache ich auch andauernd. Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Das sind Vierecke mit... Was ist das? Ich dachte immer, das ist so ein grinsendes Gesicht, aber... Nee, das sind irgendwelche Steine, glaube ich. Okay, ich meine das Symbol auf den Stein. Boah, jetzt hat's gerade kurz geleckt. Oh nein, wieder so ein Scheißsprung. Ja, das ist eine abgeschwächte Variante davon. Ja, das heißt bei mir nichts. Stimmt. Naja, man kann ja... man kann ja wenigstens hoffen, ne? Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich bin jetzt beim Endgegner, ne? Nein, immer noch nicht. Du hast Energiepacks, nutze sie. Ja, ich werde dran denken, keine Sorge. So, nur erinnere ich dich nochmal dran. Irgendwie habe ich gerade Schiss, dass da was rauskommt. Warum ist da eine Röhre und da passiert nichts? Weil die einen trollen wollen. Höchstwahrscheinlich. Kacke. Als ob sie wie viele Leute davor stehen bleiben und sich denken, warum geht da nichts? Stimmt. Ja gut, ich bin ein Mann der Gefahr. Ja, sowas von. Nein. Sparkman an sich ist ziemlich heftig. Ja, klar, aber, ey. Aber du musst dich von seinen Dings treffen lassen, von diesen kleinen Dingern, die er macht. Na, Mist. Ja, hatte ich vor. Das hat gerade irgendwie nicht ganz funktioniert. Und in der Zeit, wo du dieses auflädt, kannst du dem keinen Schaden machen. Ja, das weiß ich auch. Und Energiepack? Ja, einen halte ich aber noch aus. Okay, komm. Scheiße, ey. Ja, wozu gibt es die? Man kann eh nur vier haben. Ja, oh, wie viel Schaden der macht! Hätte ich das mal früher gewusst. Ja? Shadowman rules. Wenn man das alles auswendig weiß, das ist wirklich schon Vorteile. So. Ja, auf jeden. Ich werde Snake Man niemals benutzen, jetzt hat gerade geleckt. Ohne Scheiß, was ist los hier? Das ist ein Gameboy-Spiel. Dein PC ist zu schlecht, der braucht... Ohne Resident Spaß. Resident Evil Sparkshock! You got Sparkshock! Yay! Im Vergleich zu Resident Evil ist das Spiel hier doch voll übertrieben. Echt mal. Resident Evil kann doch nichts. So, wir haben in diesem Part Shadow Man geschafft und Electric Man. Ich nenne ihn Electric Man, weil ich den Namen cooler finde, aber Sparkman haben wir geschafft. Und ja, ich habe mir das jetzt so überlegt, dass ich nach jedem zweiten Boss versuche, ne, deswegen auch Versuch, weil wir Gemini Man im ersten Part verkackt haben,
einen Cut setze, beziehungsweise den Part beende. Damit das Projekt nicht nach 2-3 Parts zu Ende ist. Genau, wenn ich das immer auf 20 Minuten strecken müsste, dann hätte ich, glaube ich, irgendwie nur 4-5 Parts oder so. Und wir wahrscheinlich bei und dieser Soundfehler, ne, der geht mir so richtig auf die Keule. Ich muss mir gleich angucken, woran das liegt. Ja, danke euch fürs Mitkommentieren. Danke Leute, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde sagen, man sieht sich beim nächsten Part von Let's Play Mega Man 3 mit uns beiden. Bis dahin, ciao. Ciao.